Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Unboxing- und Schminkvideo-Tutorial von der Palette von der Angelica Nyquist von Odin's Eye. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran. Das ist die Halloween, die zwei Halloween-Paletten. Und ja, viel Spaß beim Video auf alle Fälle. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt's das sehr, sehr gerne nach. Ich würde mich da sehr, sehr doll freuen drüber. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich einmal ins Video. Dieses Päckchen liegt schon ein bisschen länger bei mir, aber ich bin ja jetzt voll in diesen Halloween-Game drinnen, wo ich versuche, so viel Halloween-Looks wie möglich im Oktober zu schminken für euch und ich hoffe, euch gefällt das auch. Machen wir mal auf. Es war sehr, sehr gut eingepackt. Ich habe es schon befreit und Verpackungsmaterial. Und da liegt noch so eine schöne Karte drinnen, dass sie eben so stolz drauf ist, die zweite Kollaboration mit Odin's Eye zu machen und dass sie sehr hart daran gearbeitet hat und sie dankt für den Support und ja, genau, sehr nett. Wenn man alle beide Paletten bestellt hat, dann bekam man noch so einen süßen Spooky-Anhänger dazu. Finde ich ja mega, mega süß. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den wirklich auf meinen Schlüsselanhänger raufgebe, weil das ist. Ding ist riesig. Na, jetzt sieht das, wie groß das ist. Und da haben wir dann noch so ein Band dabei. Finde ich irgendwie richtig cool. Könnte ich mir vorstellen, das als Haarband zu nehmen. Ich glaube, ich werde das dann später auch machen. Genau, auf alle Fälle. Dann zeige ich euch mal die Paletten. Das ist die eine, die Trick or Treat Palette. Das ist diese hier. Die ist sehr, sehr schön. Und ich werde euch einfach mit jeder Palette einen Look schminken. Also werde ich zwei Looks machen und die dann einfach zusammenschneiden. So schaut das aus. Ich habe das aber schon als Short also nicht hochgeladen, aber gedreht und werde euch da die Swatches dann auch einblenden. Ich habe das schon geswatcht vorab. Und so schaut die Palette aus. Sie ist einfach wunder, 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 wunderschön. Genau, das ist diese Color Story. Und dann haben wir noch die Little Ghost Palette. Das ist diese hier. Ich werfe mir gleich der Karton runter. So. Und das ist diese Color Story. Und wir werden heute, da ich auch was Pinkes anhabe, werde ich mich ja, mit dieser Palette befassen, denn hier haben wir einen rosanen Glitzershade. Und ich denke, ich werde das ziemlich bunt machen, ne? Ich werde in dieses ganz Helle reingehen. Hinten mit dem krassen Blau verdunkeln und dann einfach in den da. Vielleicht verwende ich noch für den Inner Corner den Ton. Genau, und so werden wir das machen. Ich werde auch auf alle Fälle heute meine zwei Odin's Eye Produkte noch verwenden, die was ich hier habe. Und zwar ist es einmal der orangene Blush. Den habe ich mir letztes oder vorletztes Jahr gekauft. In der Farbe W102 Peach Gleam. Und außerdem habe ich noch diesen schönen grünen Highlighter. Ich liebe ja bunte Highlighter. Der ist auch schon benutzt, man sieht es. In der Farbe H101 Moon Talk. Genau. Ich würde mir jetzt einfach einmal meinen Primer auftragen. Ich glaube, trage ich mir sowieso keins auf. Ich habe meine Feuchtigkeitspflege, meinen Sonnenschutz, meinen getönten gerade schon aufgetragen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich einmal los. Gut, jetzt fangen wir an. Und zwar gehe ich in diesen Ton rein, der heißt Skeleton. Da ist auch ein Kürbis dran. Und damit starten wir mal. Das ist so ein leicht gräulicher Ton.
So ein bisschen ganz leicht ins Lavendelfarbene. Das trage ich mir zuerst einmal aufs Auge auf. Nur ganz, ganz leicht. Wirklich, wirklich sehr, sehr zart. Also den sieht man fast gar nicht. Der ist auch sicherlich gut zum Ausblenden, weil der eben nicht so krass ist. Gleich einmal als nächstes in diesen krassen Blauton da einfach rein. Ich bin schon mal gespannt. Ich hoffe, das passt gut dazu. Das schaut so aus. Man kann den aber eigentlich ganz gut ausblenden, wie man sieht. Also man kann es wirklich gut ausblenden. Aufs Blau fokussieren möchte, habe ich das nur ganz leicht einfach genommen. Jetzt werden wir sich aber noch was unter die Wasserlinie setzen. Und da dachte ich mir, gehe ich in dieses Lila einfach rein, in das Little Ghost. Und setze mir das hier mal unter die Wasserlinie. Wie ihr seht, das ist super. So, ich habe jetzt beschlossen, ich möchte noch so in die Mitte hier oben, möchte ich noch dieses Gelb setzen. Ich finde das irgendwie voll schön. Wird heute ein sehr, sehr bunter Look, aber egal. Treffe mich dann noch mit meinem besten Freund. Da ist das eh schon gewohnt von mir, ne? Also das setze ich mal wirklich nur noch hier oben so rein, so als Eyecatcher. Wirklich nur so in die Mitte. Und für ein Gelb schaut das echt schön aus, der Ton, ne? Ja, ich finde den Pinsel auch richtig, richtig gut. Der war damals sehr, sehr teuer. Der ist von Melton. Also entweder nehmt ihr Glitter Primer oder ein Liquid Eyeshadow. Und dann kann man da so ein Packing Brush einfach und fangen wir mal an. So, jetzt muss ich kurz einmal überlegen. Ich werde es anders machen. Ich werde jetzt einmal mit dem blauen Schimmerton anfangen. Der heißt Creepy. Genau, Creepy. Creepy, creepy, creepy. Und dann setze ich mir mal hier hinten so an. Auf, an. Der ist gar nicht so krass dunkel. Obwohl jetzt, wenn man aufbaut, schon. Aber der ist schön. Aber ich bin nichts anderes gewohnt. Und Eye ist einer meiner Lieblings-Indie-Brands. Ich hab erst eine Palette aussortiert, was ich mal gekauft habe dort, aber auch nur wegen der Color Story, weil ich sowas ähnliches eh schon des Öfteren hatte. Und das war die. Oh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf alle Fälle war da so orange und blau und das hat man in vielen Paletten drin. Aber ich musste die damals trotzdem haben. So, jetzt gehe ich in Boo. Das ist dieses Rosa. Dieses helle Rosa. Ihr könnt es aber natürlich auch mit dem Finger auftragen, wie euch das beliebt. Wenn ich so nah an den Spiegel rangehe, ich sehe sonst nichts. Ich habe sehr, sehr viele Dioptrien und deswegen muss ich das machen, weil ich sonst nicht sehe. Ich schminke mich eigentlich so halb blind immer.
Aber ich habe auch keinen Bock, jeden Tag Kontaktlinsen zu tragen, beziehungsweise möchte ich einfach keine Kontaktlinsen mehr tragen. Und ja. Das Rosa ist sehr schön sparkly auf alle Fälle und gefällt mir richtig gut. Ich möchte jetzt noch was für die Mitte haben, fürs Zentrum. Und da gehe ich einmal in den Zombie einfach rein und presse mir diesen lila Ton einfach noch in die Mitte drauf. Einfach nur hier ins Zentrum, dass der Übergang zwischen Blau und Rosa noch ein bisschen schöner ist. Und ja. Und wir haben noch einen Schimmerton verwendet. Aber ich finde, dass der gar nicht so krass viel anders ist als der rosa Ton. Deswegen unterscheidet sich das auch gar nicht so krass. Ja, bisschen halt, ne? Genau, und jetzt nehme ich mir einen kleinen Pinsel und jetzt gehe mein Inner Corner rein. Und da möchte ich Cobweb nehmen. Das ist der Ton. Der ist auch urschön, diese Orange, aber ich will den nehmen. Man, wir machen es anders. Ich gehe in den Ton rein, der heißt Magical, und dann gehen wir fürs Augenbrauen-Highlight in den. Genau, so machen wir das. Bin schon mal sehr gespannt, wie der ist. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu dunkel. So. Der ist schön sparkly. Der ist richtig schön. Das habe ich gut gesehen. Seht ihr das, wie schön der ist? Dann gehe ich natürlich auch noch hier unten ein bisschen entlang und auch noch hier nach oben ein bisschen. Geht gar nicht so viel ab. Mal schauen. Ja, genau. Das soll so richtig shiften und glänzen. So möchte ich das. Das ist, weil der Pinsel relativ fest ist. Beziehungsweise kommt es ja immer auch darauf an, wie fest die Töne gepresst sind. Und der ist anscheinend relativ fest gepresst. Weil bei den anderen Schimmertönen, da musste man nur so ganz leicht reinfahren und dann war das im Fännchen schon richtig bröselig. Okay, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Egal, das kann man dann noch mit Concealer ausbessern. Aber der Ton ist richtig schön, ne? Ich hoffe, ihr seht es gut. So, jetzt brauche ich noch einen Blenderpinsel. Ich mache den von vorher einfach ein bisschen sauber. Diesen, ich glaube, das ist Ziegenhaar oder so, und gehe jetzt in diesen Cobweb einfach rein, in diesen hellen Ton. Jetzt haben wir dann eh viele Töne geschminkt. Wir haben einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, haben wir 8 Töne geschminkt und wir haben 16. Also die Hälfte von der Palette haben wir geschminkt. Und ich werde auch schauen, dass ich auf TikTok oder Short vielleicht noch einen anderen Look mache und ja. Aber wann genau kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, die Halloween-Looks haben jetzt einmal Vorrang. Diese artistischen Looks und die kommen bei euch auch relativ gut an. Und ich bin für jede Unterstützung dankbar. Jo, der ist eigentlich ganz schön hier oben, ne? Der schimmert eigentlich ganz schön. Der ist so ein bisschen iridescent, aber nicht so krass. Einfach nur für hier oben
Als Augenbrauen-Highlight finde ich das eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Genau. So, jetzt hätten wir das einmal geklärt. Geklärt, wir haben es geklärt. Ja. Ich finde, es hat jeder Ton super funktioniert. Klar, dieser ist ein bisschen hell, ne? Aber das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck der Sache. Relativ stark, aber ja, macht der Qualität keinen Abbruch, ne? Also, das spielt keine Rolle. Das nächste Mal verwenden wir dann noch die. Da blende ich euch eben den zweiten Look einfach an. Ich mache jetzt einmal meinen Look komplett fertig, weil es geht um das. Ich würde sagen, das könnten wir dann noch gemeinsam machen und dann sehen wir sich gleich wieder. So, ich habe jetzt meine Base-Produkte schon mal aufgetragen. Ich habe ein bisschen Concealer aufgetragen. Ich habe auf die Wasserlinie einen blauen Kajal gemacht, meine Wimperntusche drauf, ein bisschen Contour, ein bisschen Bronzer. Und jetzt tragen wir uns den Blush auf. Das ist ein orangener Blush. Ich finde ihn wirklich schön. Und ja, der ist richtig schön. Der hat auch ein bisschen an Glow drinnen, obwohl, wie ich den neu gekauft habe, war das noch ärger, weil da war so ein All-Over-Spray drauf. Aber ihr seht schon, der ist wirklich schön. Macht aber vielleicht auch ein bisschen die Base drunter aus. Aber ich finde den schön. Den kann man sowieso niemals aufbrauchen, weil da ist so viel drinnen. Da sind 10 Gramm drin. Und wer will 10 Gramm Blush aufbrauchen? So, und jetzt tragen wir uns gleich den Highlighter auf. Ich nehme da einfach beinhart den gleichen Pinsel dafür. Und gehe da rein. Und der ist schön. Ja, den kann man aufbauen. Also, habe ich nicht das Gefühl, dass mir das zu wenig ist oder so. Ihr seht es schon. Und die Verbindung Orange und Grün schaut eigentlich wirklich schön aus, ne? Ja. So, das gefällt mir jetzt ganz gut. Ich mache das jetzt komplett fertig. Auch Lippen und so weiter. Und gebe mir dann noch das Band rein. Und dann zeige ich euch gleich den fertigen Look. So, und das ist jetzt der fertige Look. Ich zeige euch das jetzt noch ein bisschen vom Nahen einfach. Das Band habe ich jetzt, ich habe drunter ein Scrunchie gemacht, also einfach nur einen Zopf. Und dann habe ich dieses Band herumgewickelt und hier noch eine Masche gemacht. Ich finde, das schaut richtig süß aus, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde, der Look ist richtig, richtig gut geworden. Also, ich finde, die Töne sind richtig, richtig sparkly, haben sich gut vermischt. Ja, die, sag ich mal, den Blush und Highlighter kannte ich eh schon, finde ich auch ganz schön dazu. Ist nicht zu extrem, finde ich. Lippenkombi habe ich jetzt einen neuen Favoriten. Und zwar eigentlich, das sind meine Oldtime-Favorites. Das mache ich jeden Tag. Und jetzt mische ich immer noch ein bisschen Schwarz dazu. Man kann es auch noch ein bisschen dunkler und aschiger machen, die Lippe. Aber ja, ich finde es schön. Jetzt, man kann das variieren, entweder mehr oder ein bisschen weniger. Genau. So, und das war jetzt einmal mein erster Look. Und beim nächsten Mal schminken wir dann den zweiten Look, den hänge ich euch dran und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Willkommen zu Look Nummer 2. Ich habe mir schon die Base und alles andere aufgetragen. So wie vorher eigentlich. Blush Highlighter. Auf die Lippen habe ich ein anderes Produkt, das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar habe ich einmal von Make-up Obsession den Edit Matchmaker Lip Crayon. Das ist so. So ein Stift einfach nur, den kann man super gut auftragen. Habe ich dieses Mal ohne Lip Liner benutzt. Und von Shine by Estée Cosmetics diesen wunderschönen, glossigen Duochrome Lip Gloss. Und das schimmert nach Grün, weil ich möchte gerne mit der Trick or Treat Palette, möchte ich gerne einen Look schminken. Und da will ich auf alle Fälle in dieses Grün. Und ich denke, in dieses Weinrot einfach auch reingehen.
Genau. Und ich sage, ich fange jetzt gleich einmal an. Genau. So, jetzt beginnen wir. Ich gehe mal in diesen neongrünen Ton rein. Der heißt Poison. Bin ich ja schon mega gespannt, wie der jetzt ist. Das ist so ein richtig schöner neongrüner Ton. So Neonfarben ist es oft nicht so einfach, aber ich finde, das ist echt schön. Aber er bröselt ein bisschen. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Ausblenden. So, jetzt gehe ich mit dem gleichen Pinsel gleich einmal. Die sind so ähnlich. Ich gehe mal in diese Vampire Fangs. Da ist so eine Spinne eingeprägt. Und das gebe ich mir hier außen hin und blende das natürlich so ein bisschen nach außen, um das zu verdunkeln und verblende das aber noch. Aber ich mache das so, dass man eben beide Farben noch sieht. Schaut das wirklich schön aus. Aber bei meinen Augen brauche ich da wirklich einen kleinen Pinsel, sonst funktioniert das nicht. Wenn man mehr Platz hat, dann kann man vielleicht auch ein bisschen einen größeren nehmen, aber ich habe da nicht so viel Platz unter meinen Augen und deswegen brauche ich da einen kleinen Pinsel und nur wenig Produkt auf alle Fälle. Weil ich möchte einfach, dass dieses Rotbraun und das Grün, ich will beide Farben noch sehen, ne? Ich finde das voll schön. Und dann kann man das noch ein bisschen mehr aussoften, je nachdem, wie man das gerne hätte. Hier in der Ecke das noch ein bisschen verdunkeln. Tupft man am besten nur hin. Und könnte man noch mit dem Grünen ein bisschen aufbauen, dass es nicht nur braun aussieht. Orangenton auf. Jack-O-Lantern. Lettern. Oder Lettern. Das kann man irgendwie nicht gut lesen. Aber egal. Da nehme ich einfach so einen Pinsel und gehe mal in das Produkt rein. Beziehungsweise nur ganz leicht, weil das so ein fester gebundener Pinsel einfach ist. Und trage mir das hier unter dem Auge auf. Genau, schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Und jetzt nehme ich mal gleich einmal meinen Liquid Eyeshadow. Und
Dann geht's an die Schimmertöne. Packing Brush und ich gehe mal in diesen rötlichen Ton rein. Trick or Treat heißt der. Das passt doch ganz gut. Und dann setze ich mir mal hier außen auf. Wow, das ist schön. Der ist richtig schön. Das Gute an diesem Liquid Eyeshadow ist, die Farben poppen immer extrem krass. Also das ist halt richtig toll, ne? Bei Drittel gebe ich mir jetzt Witch's Brew. Das ist dieser krasse Grüne. Und auf den freue ich mich ja schon. Der ist echt krass. Der ist hammerpigmentiert und einfach bombastisch. Geht nichts über einen schönen grünen Ton. Richtig toll. So, dann möchte ich mal noch ins Zentrum. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich denke, ich nehme diesen Goldton hier und zwar Full Moon. Und das gebe ich mir jetzt ans Zentrum. Ja, genau, einfach hier ins Zentrum. Genau, und jetzt brauchen wir noch was für den Innenwinkel. Und zwar diesen mintgrünen Ton gerne aufsetzen. Und das ist Magic Potion. Den finde ich richtig toll. Dann poppt das auch noch so richtig doll. Ziehe ich mir immer noch ein bisschen hier hoch und hier nach unten. Und der ist echt krass. Ich habe diesen gelben Ton. Der heißt Mummy's Curse. Und ich glaube, der ist perfekt, um einfach ein Augenbrauen-Highlight noch hier oben zu schaffen. Und um das hier alles noch, also da gehe ich wirklich mit dem Blenderpinsel dann komplett drüber und soft mir das alles aus. Und habe hier einen total schönen Glitzershade. Also gar nicht viel Pigment, sondern einfach nur Blut Glitzer. Genau. So, jetzt werde ich einfach noch das fertig machen. Das heißt, ich werde mal ein Kajal aufsetzen, Eyeliner, Wimperntusche und dann zeige ich euch gleich einmal den fertigen Look. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse haben vorher gepasst. Ich musste da jetzt noch ein bisschen umstellen, weil es ja doch immer ein bisschen anders ist, wenn man am Abend filmt wie mit Tageslicht, ne? Aber ich glaube, so sieht man es jetzt ganz gut. Ich habe jetzt auch keinen Schatten mehr, außer hier hinten. Aber das ist ja, glaube ich, egal. Ja, was sage ich jetzt zum Look? Ich zeige euch dann jetzt einmal und zeige euch jetzt auch meine Base ein bisschen näher.
Also ich finde das richtig toll. Also ich liebe ja uns alle und ich finde, man kann sich immer toll drei Farben auch drauf geben. Also Schimmerfarben meine ich jetzt Two Chromes, beziehungsweise vier im Innenwinkel. Und na, eigentlich fünf Augenbrauen-Highlight haben wir auch noch. Und dann habe ich noch drei matte Shades drauf. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt urviel ausgetestet. Das hat wie immer super funktioniert, aber ich habe mir auch nichts anderes erwartet. Ja. Base gefällt mir auch richtig gut. Schön schimmernd und glänzend. Da habe ich wie immer das ist die Danessa Myricks, dieser Duet-Balm, also mir gefällt das gut und ihr seht schon, das ist jetzt schon fast am Aufbauen und die Konsistenz schaut jetzt auch nicht mehr so toll aus, deswegen muss das jetzt weg, aber ich denke, ja, ein paar Mal noch, dann ist es auch weg. Genau, also das war jetzt die Trick-or-Treat-Palette und ja, welche Farben haben wir ausgetestet? Wir haben das im Innenwinkel, wir haben das im Zentrum, wir haben den Ton unterm Auge, wir haben das getestet, das ist außen hier. Den Schimmerton ist im inneren Drittel, das haben wir auch als Grundmattenton genommen und das ist im Innenwinkel. Genau. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Töne wieder ausgetestet. Und ja, ich freue mich, dass ich die noch weiter benutzen werde. Und ich werde euch da, glaube ich, auch noch ein paar Looks als Short oder als TikToks abdrehen. Also folgt mir auch auf die anderen Kanäle. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.